da rein. So, 5 Minuten sind vorbei. Ich hoffe, ich darf wieder sprinten. Sammy Mangano? Er ist tot. Ist nicht wahr. Ich grüße dich. Wer zum Teufel bist du jetzt? Ich bin ein Mann, der Probleme löst. Sam Mangano war ein Problem. Nun ist es gelöst. Du hast ihn umgebracht. Wer ist dein Auftraggeber? Wir arbeiten für denselben Mann. Aber er wollte nur, dass ich ihm ein bisschen Angst einjage. Ich kann dir versichern, dass unser Freund Mangano sehr viel Angst hatte. Zum praktischen Teil. Es gibt da eine versteckte Tür zum Keller. Wir werden ihn jetzt da runtertragen und in die Kanalisation werfen. Ein Mord war nicht Teil des Plans. Wir sind nicht mehr in der Planungsphase. Jetzt geht es darum, aufzuräumen. Ich wäre dir außerdem sehr verbunden, wenn du nicht so herumschreien würdest. Manganos Leute sind noch in der Nähe. Sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Hey, Boss. Ist alles in Ordnung? Hey! Greift euch den Hurensohn! Oh, Scheiße. Du sagst es. Soll ich mal gemein sein? Es kommt drauf an, es gibt manche Aktionen, da kann ich nur mal sagen, nö, kann ich nicht machen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ey, ich darf jetzt nicht mit meiner Waffe kämpfen. Das geht natürlich nicht. Gar nicht blöd an. Was ist so lustig? Komm schon, warum so gereizt? Ich hab gern ein wenig Spaß bei der Arbeit. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir uns beeilen, bevor Manganos Schläger hier auftauchen. Sie blockieren den Hauptausgang. Deshalb nehmen wir die landschaftlich reizvollere Stadt in den Keller. Ohne eine Erklärung rühre ich keinen Finger. Geduld, mein Freund. Alles wird zur rechten Zeit aufgeklärt werden. Aber jetzt folge mir erstmal. Ja, für 5 Minuten keine Brille. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Bin ich so blind. Jetzt gehen wir lieber. Und hoffen, dass es da unten nicht noch mehr Manganos gibt. Im Multiplayer wäre das schlimmer. Wo man so winzig kleine D irgendwas treffen muss. Aber hier ist es alles relativ groß. Also ich habe damit kein Problem. Huch. Ja, dich habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das wäre mein Freund. Ich kann den Chat jetzt auch nicht mehr lesen. Also von daher, ich kann darauf nicht eingehen. Ich kann das nicht lesen. Nur im Spiel kann ich halt eben noch alles sehen. Relativ. Also könnt ihr 5 Minuten lang den Chat schreiben, ohne dass ich das wirklich lesen kann. Macht doch einen Spaß. Muss ich nach 5 Minuten den Chat vorlesen? In 4 Minuten. Ich habe halt glücklicherweise eine Zeit, die ich sehe, wie lange das geht. Ich weiß jetzt nur, dass Kevin hat irgendwas Langes geschrieben und das dann hat jetzt irgendwas geschrieben. Ich erkenne es wenigstens an die Farben. Und an die wie lang das Wort ist, was ihr da von eurem Namen her macht. Aber was da genau steht. Aber zum Beispiel essentielle Sachen, die zum Spiel gehören, die man auch machen muss, die kann man. Das zu verbieten wäre. Das geht zum Beispiel nicht. Kannst natürlich sagen, ey, yo, darfst nicht mehr kämpfen oder darfst nicht mehr gehen. Das ist, ja. Essentielle Grundsachen vom Spiel gehen nicht. Dann dürftest du zum Beispiel sagen, du darfst keine Schlösser öffnen oder sowas. Über eine befriedigende Arbeit. Du spuckst jetzt besser eine gute Erklärung aus. Entspann dich. Du warst gut. Deshalb schlage ich vor, dass du unseren Auftraggeber aufsuchst. Warte mal eine Sekunde. Ich meine es ernst. Alles ist nach Plan verlaufen. Außer der winzigen Kleinigkeit, Mangano im Kanal zu entsorgen. Sprich mit Lexington. Er wird dich beruhigen können. Ich für meinen Teil werde mich jetzt verabschieden. Ja, verabschiede ich mal. Irgendwas ist gerade passiert im Chat. Was ist gerade passiert im Chat? Ich sehe es nicht. Ich erkenne es nicht. Irgendwas Graues. Wo muss ich jetzt hin? Achso, wieder zurück. Da lang. Oder? Nee. War das hier lang?
Krempel. Nee, ich muss da und dann links. Genau hier. Georgi, ich habe eine Überraschung für. Ist doch gar nicht mehr draußen. Ach doch, da, hier. Und? Um Lister, mach dir keine Sorgen mehr. Gut. Das ist wirklich gut. Ich hoffe, Annette geht es schon wieder besser. Das hoffe ich auch. Ich weiß das zu schätzen, was du gemacht hast. Und hier, das ist für dich. Gold? Aber... Nimm es einfach. Du hast es dir verdient und das weißt du auch. Und falls du mal Muskelkraft brauchen kannst, dann sag mir nur Bescheid. Danke, George. Pass gut auf deine Nichte auf. Ja, das mache ich. Pass auf, dass nicht zu viele Emotes spammt, sonst sagt der Nightbot, yo, Timeout, ne? Immer schön vorsichtig sein. Moderator kein Problem, aber Dustin hat da mehr Probleme. Ist vielleicht nützlich. Also ich kann mir gerade denken, was da als Graus steht, dass irgendjemand nur Emote-Chat wahrscheinlich eingestellt hat. Ach, da bist du ja wieder. Was war das für eine miese Nummer? Ich muss doch sehr bitten, einen anderen Ton anzuschlagen. Jedenfalls bin ich hoch erfreut über deine Rückkehr. Hoch erfreut? Du hast mich aufs Kreuz gelegt. Aber nicht so aufgeregt. Wenn ich dir tatsächlich übel wollte, dann hättest du es bemerkt. Zugegeben, dein Einsatz verlief anders, als du es laut Job Description erwartet hast. Aber das macht rein gar nichts. Ganz im Gegenteil. Ich weiß nun, was ich wissen wollte. Du hast vortrefflich reagiert, hast dich schnell an die neue Situation angepasst, was mich wirklich sehr für deine Fähigkeiten einnimmt. Das alles nur, um mich zu testen? Oh, ist hier wieder was. Oh, ja. Sam Mangano musste sowieso gehen. Und sein Abgang war eine gute Gelegenheit, dich zu überprüfen. Also... Deiner Mitgliedschaft im Line dürfte nichts mehr im Wege stehen. Ach, und hier hast du noch einen kleinen Bonus. Eine kleine Frage hätte ich noch. Was wäre gewesen, wenn ich den Test nicht bestanden hätte? Vermutlich würde man dich wegen Mordes suchen. Für noch wahrscheinlicher halte ich es, dass du bereits tot wärst. Danke für die offene Aussprache. Aber... Ich habe zu danken. Jetzt, da ich deine Vorzüge kenne, habe ich sicher bald etwas für dich zu tun. Kevin, warum hast du jetzt nur den Modus im Raum aktiviert? Danke, dass du ihn wieder ausgeschaltet hast. Das ist durch einen Befehl wahrscheinlich gerade passiert, dass es. Also. Die gehen immer 5 Minuten. Weil wir dafür gezahlt und Twitch nicht. Ah. Ja, da müssen sich andere dran halten. Ne, 2. Was? Wie 2? Was? Maître de irgendwas? Willkommen, beehrte Herr uns heute zum ersten Mal. 2 Minuten im Mod A. Nun ja. Es wird Sie vielleicht erstaunen, aber viele unserer Mitglieder haben geäußert, wie sehr sie sich wünschten, die Vergnügungen des Lion noch einmal wie beim allerersten Mal erleben zu dürfen. Aber manches ist unser einem naturgemäß nicht vergönnt, selbst wenn man sich zu den privilegierten Mitgliedern unserer Einrichtung zählen darf. Da wir gerade davon reden, darf ich um den Mitgliedsausweis bitten. Oh, natürlich. Ich muss mal eben nachschauen. Lassen Sie sich ruhig Zeit, der Herr. Was man zum Beispiel für ein Spiel verbieten könnte, dass ich kein W mehr benutze. Oder kein S. Das ist absolut kein Problem. Das ist... Oh Gott, das wäre dann... Oh Gott! Ei. Ich darf ja wieder sprinten, ne? Hui, hier, hui! Schon. Vielleicht befindet er sich in ihrer Ausgehgarderobe. Doch ein. Willkommen oder nicht? Muss ich ihn erstmal lesen? Kein Blocken. Ja, das ist auch kein Problem. Kein W. Für 5 Minuten kannst du kein W drücken. Okay. Der Besitzer wird wahrscheinlich ein offizielles Mitglied des Lions zu sein. Als solches ist er berechtigt, den Club nach Belieben zu betreten und sich an allem ihr zugesprochenen Privilegien zu erfreuen. Laube ist längst ein Besitzer. Ausgezeichnet, der Herr.
Diese Tür führt direkt in die Inner Lounge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Okay. Danke. Kann ich dafür? Ich darf kein W drücken. Wir können jetzt so viel lang ein Würfelspiel machen. Oder wir reden einfach mit ihm hier. So hin. Was gibt dir das Recht, mich zu stören? Du bist nicht einmal sehend. Professor Kenneth? Sieht das hier wie eine Bildungseinrichtung für dich aus? Ich habe nach Ihnen gesucht. Wenn man etwas über die Magie herausfinden will, ich meine die Kräfte, die die Swallows hervorgebracht haben, dann ist man bei Ihnen an der richtigen Adresse. So hat man mir gesagt. Man hat mir geraten, zum Tower of Fangs zu gehen. Dort habe ich ein Tagebuch gefunden. Ich glaube, Sie kennen den Besitzer des Buches. Ich habe dich bereits früher erwartet. Jemand hat mich angekündigt? Aber dann... So habe ich es nicht gemeint. Gut, überspringen wir diesen Part. Egal mit welcher Magie er damals die Universität zerstört hat, jetzt lernt er sie zu kontrollieren. Ich glaube, du bist an der falschen Adresse. Ich denke, ich bin ganz richtig hier. Aber ich kann dir nur zeigen, was du gewillt bist zu sehen. Was soll das schon wieder heißen? Du bist blind. Oder besser gesagt, du bist noch nicht sehend. Aber das können wir ändern. Kannst du ein wenig deutlicher werden? Die Seher oder Scavenger. Geh in ihr Lager am Rand der Swallows. Und dann? Es ist der Fluch des Sehenden, zu sehen, woran er glaubt. Und jetzt geh. Ja, muss jetzt hier erstmal rauskommen, seitlich. So habe ich das eigentlich gesagt, dass man das verbieten kann. Es gibt noch viele Sachen, die mir in den Kopf fallen würden, die man verbieten kann, ne? Ja. Ich sag davon jetzt nichts. Gut, dann gehen wir mal jetzt... Ach, so eine Quest können wir da machen. Ich sehe, also bin ich okay. Machen wir die Sachen hier weg. Sag mal, Mangano, hat man nicht... Oh, Mangano hatten wir doch mal damals in auf der anderen Insel. Die im Leuchtturm, die war da auch von der Mangano-Familie, ne? Oh, cool. Die beiden sind irrelevant. Gut. Die Eschos Tee Party. Da oben. Hin. Okay. Muss ich jetzt hier irgendwo rauskommen? Guck einfach auf die Minimap. Okay. Geht nicht so viel. Hier lang. Was hast du davon? Tot. Das will ich bei einer W drücken. Meine Fresse. So, Eisenhut. Engelwurz ist da hin. Nee. Da unten. Okay, wir gehen erstmal zu den Beach Boys. Ist in Ordnung. Der Schirmherr, wo wäre der? Okay, der ist ganz da, wo ich noch nicht hinkomme. Ah. Huch, gar nicht. Gartenarbeit? Was haben wir denn da? Gartenarbeit ist... Oh. Geht direkt da unten. Nee. Wir machen es mal zu den Beach Boys. Das wäre genau hinter mir, also. Mal in die Richtung.
Ich will nur nicht schwimmen. Das wäre unvorteilhaft. Weil das lange dauert. Nein. Nein, nicht schwimmen. Nein, nein. Ach gut. Was? Okay. Hä? Ich darf wieder W drücken. Es sind 5 Minuten vergangen. Nee, sind noch nicht. Doch, sind 5 Minuten vergangen. Oder die Aktion zählt noch für 5 Minuten. Länge wäre echt eine Qual. Kann mich jetzt da du. Okay. So. Bright Beach. Ja, so viel Bright Beach sehe ich hier nicht. Was? Die Zyklopen. Okay. Was hatte bisher am meisten genervt? Das nicht sprinten dürfen? Ich hab Gesellschaft. Okay. Kein Hüpfen ist in Ordnung. Naja, das ist wenigstens das Angenehmste daran. Aber ist erst die andere Frage, was passiert, wenn ich es trotzdem mache und so, ne? Oder wenn ich es außer See mache? So. Okay. Man spricht mit Hochachtung von mir. Deine feine Liebe ist durch deine Klinge zu sterben. Ah, danke schön. Doch noch extra 5 Minuten länger. Ah, okay, wow. Die Eschers Tee Party. Okay. Da unten. Die Frage, teleportiere ich mich rein oder laufe ich jetzt hier wieder aus? Na komm, ich laufe hier glaube ich außen rum. Ich glaube, es geht am schnellsten. Musste Strafaufgaben machen. Ja, okay. Und was? Kniebeugen oder so. Ja, toll. Danke. Okay. Gut, dass sie mal hoch genug war, dass das Springen nicht geklappt hat. Einer aus Reflex. Na, hier war der Eingang. Und hier unten. Wenn ich irgendwo runterfliege, ist das übrigens kein Springen, ne? Das zählt da nicht. Da ist Engelswurz. Und das letzte ist dann... Ah, okay. Wir können jetzt theoretisch zum Schiffchen mal gehen. Bei 10 Mal nicht Einheit muss ich gerne Runde Ziff spielen. Ja. Am Stück meinst du denn wohl? Am Stück, ne? Da habe ich kein Leben mehr. Wow. Hi, es geht. Und runter und runter und geradeaus und runter und hier lang und da lang und... Muss ich mit dem Schiff fahren oder was muss ich? 43, also 48, 2 Minuten. Oh, 2 Minuten kann ich wieder springen. Nee, es ist da oben. Nee, hä? Hat doch irgendeine... Gartenarbeit, das sind die... Oh. Hier irgendwo ist Gartenarbeit. Und jetzt 10 Brust. 10 Brust Stream gesamt. Ja, was halten die aus? Nee, ich meinte jetzt mit der Civ-Runde, dass ich an eine Runde Civ am Stück spielen muss. Stirb doch.
Auf zu blocken! Also bei neuen Steam wird der Counter resettet. Ja. Meine ich ja. Ist auch gut. So. Eine ganze Runde Ziff in der vollen Lobby. Oh Gott, nee. Was ist denn Willen? So, dann oben ist noch. Da. Na komm. Na komm, greif nochmal an. Civilization. So, die Gartenarbeit haben wir erledigt. Und jetzt noch die Teeparty. Wäre eine Sache. Es ist schön, wieder springen zu dürfen. Victor. Und du. Geht nochmal einen Schaden hier. Holy shit. So, und jetzt. Wieder reinlegen. Eisenhut, Engelswurz und was war das noch? Was habe ich jetzt gerade aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Soll ich das so beantworten? So. Keine Ahnung, was das war. Das hier. Ich lege alles einfach alles. Ringelwurz, Schierling, Blähwurz, hier, da, da, da. Lavendel, Siegwurz, Saft. Ich lege einfach alle Kräuter mal rein, ne? Wird schon schief gehen. Oder sind die woanders? Sind die dann hier drin? Aha, okay, danke. Logisch. Ein Thursby-Game und. Ja, ich hasse rundenbasierte Spiele. Eisenhut, Engelswurz und Arbosia. Arborosia. Ach Gott, der Name, ey. So. Was habe ich noch für Quests? Was ist das hier? Kabum. Vor allem für Kabum brauche ich, glaube ich. Ja. Was für Bomben kriegt man hier raus? Die sind da. Ich soll die entfesselt. Ja, dafür brauche ich Feinlegen Skill 8, ne? Ich lasse die mal hier drin. Bin erstmal was essen. Guten Appetit, Kevin. Guten Appetit. Gartenarbeit haben wir. Bruderschaft haben wir. Oh. Soll ich nochmal mit Lexington reden? Huch. Wollte ich gar nicht. Null. Ich hätte mit ihm reden sollen. Nee, nicht da lang. Ein zweiter und dann. Hier. Nee. Da. Über diesen komischen Eingang hier sehen. Binden. Wegen sind die Ladezeiten kurz, also von daher passt das ja. Zack und zack. Dein Timing ist wirklich erstaunlich. Ach, tatsächlich. Ja, in der Tat. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber seitdem ich in New Ashes expandiert habe, kommen die Menschen mit ihren Angelegenheiten zu mir. Und bei allem Verständnis verfüge ich nicht immer über die Ressourcen und auch nicht über die nötige Geduld, eine Lösung für all diese Probleme herbeizuführen. So gibt es allem Anschein nach eine Gruppe sozial benachteiligter junger Männer. Sie haben sich im Händlerviertel breit gemacht, in einer Gang, wie sie es wohl selbst ausdrücken würden. Nun, die Mitglieder dieser Gang nehmen regelmäßig die Ladeninhaber aus. Deshalb hat sich einer von ihnen hilfesuchend an mich gewendet, womit wir bei deiner Person angelangt wären. Falls du die Zeit erübrigen kannst, würde ich dich gern für deine Mühen in dieser Angelegenheit entschädigen.
Ich bin einverstanden. Das freut mich zu hören. Sprich zunächst mit Erdon. Das ist der Ladenbesitzer, der mich um Hilfe gebeten hat. Betrachte die Angelegenheit als erledigt. Machen wir. Warum? Weil wir es können. Ach, ist eine schöne Musik. Schön, schön, schön. Bringen die Zuschauer nicht auf irgendwelche Gedanken. Was fehlt, die Ritterrüstung? Oh, ich könnte mal zerlegen. Du. Du auch weg. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Das, das und. Können auch mal wieder zwei Leute zurück und mal den Bogen abgeben. Könnten. Prädiktion weg. Generation. Feinstein, schon wieder Feinstein plus 2. In Ordnung. Gewicht. Kaufe ich mir? Die und was habe ich jetzt? Ich will noch die Arme und ein Helm. Es fehlt immer noch ein Helm dann. Oh, okay. Fehlt dann also der Helm. Und der Durchhaltevermögen 3 hier drauf. Ah. Warum keiner von euch einen Helm? Das ist unglaublich. Ich sehe schon einen Mann, der weiß, was er will. Wie kann ich behilflich sein? Ich weiß nicht, was ich will, aber danke der Nachfrage. In der Ecke, Dusch. Ja, bei dir sollte ich mal verkaufen. Könnte bei dir. Die Anschaffung wird reduziert um 40% beeinflusst Mana anstatt der Länger Dauer, heilschwere Wunden, Willensstärke weg. Oh. Kaufen erstmal. Weg damit. Mana-Punkte weg. Irgendwas, was Prozent erhöht, will ich auch nicht haben. Irgendwelche Schutzdinger. Willensstärke weg. Ja, Dauer bleiben wir halt. Vergiftung will ich auch auf jeden Fall behalten. Hä? War das nicht mal hier oben? Naja. Weg damit. Macht Tränke stärker, ist in Ordnung. Mana-Punkte weg. Mana-Punkte weg. 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 Giftung, ja. Verlängert Dauer, ja. Ja. Ändert Wirkung des Tranks. Natürlich könnte man das für. Oh, wenn ich irgendwas habe, was 4 Mana bringt. Könnte ich das genau andersrum machen. 400%. Ich mal ausprobieren. 150% des erlittenen Schaden. Alter. Horn eines Einhorns. 7 Stück haben wir davon. Ich glaube, das geht auf dem Wasser. Vergiftungen. Willensstärke. Feuer. Tät. Präzision. Durchhaltevermögen. Die kleinen Sachen könnte ich eigentlich auch wegschmeißen mittlerweile. Bitte.
Oh, das müssen wir verkaufen, okay. Mach Tränke stärker. Ich glaube, maximal 10 ist das Maximum, was man reinpfeffern kann. Da, ja. 500% Sprunghöhe. Alter. Wie geht denn das jetzt ab gleich? Hui! Hui! Cool. Auch wenn das irgendwie nicht so. Schön. Cool. Ah. Das ist ja klasse. So, irgendwelche neuen Aufgaben hier? 3 Stück. Lesen wir nochmal vor. Gleich.